Keine Auszeit mehr vor dem letzten Angriff. Travis Boric, der Sitz! Kevin Gibson bittet wieder zum Tanz. Und Oliver Wackeldanz mit dem Drive. Ich bin Hagen Staat, ich bin 23 Jahre alt, bin in Quakenbrück geboren und aufgewachsen, mache meine Ausbildung zum Mediengestalter und baue parallel die Plattform Nordhoops auf. Nordhoops wurde im Herbst 2014 gegründet. Es ist eine Internetplattform, die Interessenten und Fans auf dem Laufenden hält, was Basketball aus Niedersachsen angeht, bezüglich der Vereine, die in der ersten, zweiten und dritten Bundesliga spielen. Mit dem Namen Nordhoops wollten wir einfach die Verbindung zu den Regionalen herstellen. Deswegen hatten wir uns dazu entschieden, dass wir für den nördlichen Teil das Wort Nord nehmen. Und Hoops bedeutet umgangssprachlich im Amerikanischen eigentlich auch nichts anderes als Basketball zocken gehen. Grund ist einfach der, dass viele amerikanische Sportler in Deutschland Fuß fassen und versuchen, den professionellen Sport hier in Deutschland zu betreiben. Für uns lag es daher nahe, dass wir so eine kleine Verbindung aufbauen zwischen Deutsch und Amerikanisch. Cartwright hier gut verteidigt und jetzt Travis Voray! Seine erste Offensivszene, der Ich persönlich finde, es ist einfach viel zu wenig mediale Präsenz da. Es wird viel zu wenig geschildert, wie gut die Vereine arbeiten und was diese Vereine und Sportler teilweise halt auch alles reißen. Mit Nordhoops wollen wir einfach die Nische füllen, die in der medialen Präsenz ein bisschen verloren geht im deutschen Basketball. Wir möchten einfach versuchen, die Vereine und die jeweiligen Sportler insofern zu unterstützen, dass wir über sie so berichten, wie sie es halt auch verdient haben. Sprich, wir veröffentlichen Presseberichte über die jeweiligen Leistungen. Wir kommentieren dank des Angebots von Rasterfechter in der zweiten Basketball-Bundesliga deren Live-Spiele, veröffentlichen Presseberichte zu den jeweiligen Spielen, zu der Teamleistung, heben aber auch einzelne Leistungen anhand eigens erstellter Grafiken hervor, sodass wir sicher gehen können, dass es halt auch der Basketballwelt in Deutschland und auch jedem Fan bewusst wird, was denn der jeweilige Spieler da eigentlich an guter Leistung abreißt. Travis Boric für drei! Regionale Unternehmen können sich gerne bei uns einbringen, wodurch sie auf jeden Fall die Berichterstattung fördern und somit halt auch jedem Fan das bieten können, was wir im Endeffekt an Mann bringen wollen. Unser Ziel ist es, dass wir alle niedersächsischen Vereine, die in der ersten, zweiten und dritten Basketball-Bundesliga spielen, mit in unser Programm aufnehmen und deren Fans und Interessenten qualitativ guten Content bieten können, indem wir dann uns viel mit den Vereinen austauschen und besprechen, wie wir deren mediale Präsenz und deren medialen Auftritt verbessern können.